Leute, und herzlich willkommen zu Horizon Zero Dawn Frozen Wilds. Ja, warum sind wir denn hier gerade im Pausemenü? Ja, ich bin ein bisschen offscreen rumgelaufen, während die Folge, die letzte, die ich aufgenommen habe, exportiert aus dem Aufnahmeprogramm. Und ja, da bin ich wohl in eine Cutscene reingestolpert. Die habe ich mal schnell pausiert, damit wir uns die auch in der Folge ansehen können. Ja, wir fahren einfach mal fort. Inatut. Unsere Gesetze binden uns, der Draht bindet dich. Du bist des Mordes schuldig. Und wir müssen dich verstoßen. Aus dem Verak, unserem Schutz, unseren Liedern. Mein Häuptling, Kopilai, bin ich nicht euer bester Kämpfer? Habt ihr mir nicht einst diesen Zahn ausgeschlagen? Sag, wie oft habe ich dich schon vor Gefahren bewahrt und dein Verhalten entschuldigt? Du bist der Beste! Doch der Schamane hat entschieden. Erwarte das Exil und bedenke deine Tat. Ein Kräftemessen? Wer würde eine Herausforderung eines Fremden ablehnen? Ich nicht! Aber ich bin kein Mörder. Still, still. Erzähl deine Geschichte dem Eis. Ja gut, okay, hallo? Du hast jetzt Arataks Amt. Das habe ich. Den Kampf hätte ich gern gesehen. Es heißt, du seist ein Mörder. Vielleicht stimmt das. Wenn selbst mein Häuptling es glaubt, wird's wohl stimmen. Das sehe ich allerdings anders. Erzähl, was geschehen ist. Ich kämpfte mit einem Kaja-Jäger, der mich herausforderte. So viel ist wahr. Er war stark und verdammt schnell. Und wir schlugen uns. Ehrliche Schläge. Harte Schläge. Und auf einmal sah ich dann graues Morgenlicht. Neben mir lag der Kaja mit gespaltenem Schädel. Doch das geschah nicht durch meine Hand. Dein Verak? Sollte dich dein Verak nicht unterstützen? Oder dir wenigstens Glauben schenken? Wenn es in unserem Verak Streit gab, war ich die Lösung. Um für die Ehre zu kämpfen und zu siegen, riefen sie mich. Oder wenn sie zum Schein einen Verlierer brauchten. Auch das tat ich schon. Doch wenn ein Fremder unehrenhaft stirbt, bin ich plötzlich der Schuldige. Ich bin die Schande meines Veraks. Sie wollen keinen Streit mit den Kaja und opfern dafür dich. Das ist meine Rolle. Alle wissen also, dass du mit ihm gekämpft hast. Natürlich. Für Ehre kämpfe ich mit jedem. Ich würde auch jetzt am liebsten kämpfen, um mich zu beweisen. Ich glaube, das wäre nicht hilfreich. So bin ich eben. Jeder im Verak hat eine Gabe. Ich kämpfe. Niemand hier kann mehr Schläge einstecken als ich. Zumindest bis jetzt. Ich war zu betrunken. Wir waren am Rangeln. Er traf meine Ohren. Ich schlug noch einmal zu, als ich fiel. Aber es war nicht tödlich. Auf keinen Fall. Und als Strafe verstoßen sie dich aus dem Verak? Aus der Wärme. Bring mich an die Hänge des Wolkenspeers, nackt und völlig ungeschützt. Wie grausam. Überlebe ich, ist das ein Freispruch. Das ist das Gesetz, danach richten wir uns. Trotzdem grausam. Ich bin nicht dumm. Es sieht eher schlecht für mich aus. Der Berg ist im Vorteil. Ich bin ehrlich. Es spricht nicht viel für dich, Inatut. Das sagst nicht nur du. Wo fand der Kampf statt? Auf einer Lichtung, direkt vor dem Lager der Kaja-Fremden. Sprich bitte mit ihnen. Mir hören sie nicht zu. Sie sagen, es war sonst niemand dort, außer mir und dem Toten. Der Schamane befragte die Zeichen im Schnee und stimmte zu. Mal sehen, was ich herausfinde. Ich komme zurück. Ich warte hier. Was soll ich auch sonst machen, bis das Horn mein Exil einläutet? Oh Gott. Ich finde die Rüstung... Ich bin so ein kleiner Style-Guru, was das angeht, aber ich finde die Rüstung mega, aber in den Cutscenes. Der Kopfschmuck sieht einfach so bedämmert aus. Mann, der Kopfschmuck ist überhaupt nicht cool. Geh nach Langkerpe. Okay, kriegen wir auf jeden Fall den... Ein Verlag unter fremder Führung? In Ban-Ur wäre so etwas nicht möglich. Ach komm, hör auf mit eurem Volksrassismus. Das gibt's nur in Legend, nicht hier in Horizon. 1000!
schnell reisen. Wo ist das? Hier drüben, okay. Da komme ich aber nicht so einfach hin. Mann, das ist ein fucking weiter Weg. Ohne Scheiß. Okay, hier kann ich mich hinteleportieren, aber da will ich trotzdem nicht hinkommen. Eigentlich könnte ich den Weg hier runtergehen. Das wäre dann am Ende doch ein gleich weiter Weg, oder? Mann. Du kannst trotzdem hier hin teleportieren, rein theoretisch. Dann will man nicht ganz so weit laufen, oder? Oder können wir uns hier hin teleportieren? Ich bin unschlüssig, ich will hier hin. Wir gehen den kompletten Weg, komm. Das sind 2000 Blöcke. Muss ich irgendwie. Kann nicht ich darf da nicht runter. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das die falsche Richtung ist. Ja gut, dann gehe ich auch auf der anderen Seite von dem Hang runter, ist auch okay. Darf ich dazu? Ich ziehe mal eine andere Rüstung wieder an. ja. So, Schildweberin an. Und hochhalten. Danke. So. Runter hier. Boah, ein Reis hier, ohne Scheiß. Ohne Pony, ehrlich. Komm her hier. Sehr schön, danke dir. So, dann machen wir mal hier wirklich die Wildnisreise. Hi Leute, wie geht's euch so? Alles gut? Ciao Leute. Wie schön. Also ich habe kein Problem mit mir, hab ich gehört, ne? Und nach meinem Weg, das ist sehr schön. Ich hab hier mal ein Lagerfeuer. Lagerfeuer gerne mitnehmen, aber ich habe zu viel Schlepptau gerade. Zu viel im Schlepptau. Ich glaube, da werden wir mal auf Lagerfeuer verzichten. Ich guck mal kurz auf die Karte. Bin ich gerade falsch ab? Ja. Einfach ja. Wir müssen gleich auf der anderen Seite. Das ist alles klar. Okay, passt. Versuchen da einfach mal ohne Kampf hinzukommen. Einfach mal so schnell wie geht. Also wir kommen ganz schön schnell voran mit dem Reittier, das finde ich sehr schön. Also mit dem Reittier ist man wirklich deutlich schneller wie zu Fuß. Was ja auch Sinn macht, wenn wir das Reittier nicht mit Sinn machen. Ja. Ach schon. Sei ich so dickköpfig. Durch hier. Wir haben schon über die Hälfte geschafft, das ist ja mega. Da ist ja noch ein Turm. Gut. Ernsthaft? Der Turm setzt das Reittier aus der Kraft, das ist ein fucking Ernst. Ach Gott. Ja. Ja, muss es halt so sein, ne? Komm schon. Mein Schild ist deaktiviert. Ich muss diesen Turm ausschalten. Ich versuch's. Komm schon. Treff das Teil nicht. So. So weit kann ich nicht schießen. Tut mir leid. Nicht schon wieder. Dem Kampf werden wir uns später stellen. Da habe ich überhaupt keinen Bock gerade, aber egal. So, reit hier bitte. Kommt mal bitte. Go, 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 go. Wir haben eine Mission, die wir erfüllen müssen. Reit hier. Komm, Bellig. Da laufe ich so schneller, wie du läufst. Go, go, go. Gas. Nicht bocken hier. Was soll das? Sei ein braves Reittier. Ich bin gerade wieder gerannt. Ja gut. Tut mir leid, Freundchen. Das soll dann wohl natürlich Selektion sein, aber egal. So. Gute 150 Meter haben wir noch. Dann sind wir wohl schon da. Schön. Hat nicht so lange gedauert wie gedacht. Also 1000 Meter sind mit Reittier doch ganz schnell zu überbrücken. Finde ich gut. Kontrollschub schon wieder. Wie viele Kontrolltüren kann es geben? Was sollen denn die Spitzen hier? Ich bin nervös. Warum ist hier schon wieder so ein Kontrollturm? Hi Leute, bin der Neue. Eine Menge Memesquests. Sprich mit Aratak, optional. Langkerbe ist versorgt, wie gewünscht. Und wir halten Ausschau nach mehr Frost. Aratak. Aber unser Ziel war, den Berg zu befreien. Und jetzt? Bleibt bereit. Schärft eure Speere. Falls wir nicht zurückkehren,
müsst ihr den Schnitt verteidigen. Wenn unser Häuptling damit einverstanden ist... Hört sich vernünftig an. Aber hoffen wir, dass das nicht eintritt. Häuptling? Verantwortung zu tragen ist eine große Last. Das ist mir bewusst. Du und Urea? Ich nehme an, du hast noch nicht mit Urea gesprochen? Warum sollte ich? Das ist es, was sie wollte. Zum Donnerkamp zurückzukehren. Ihr einziges Ziel. Ich hätte also wissen sollen, dass sie meinen Speer beiseite stößt. Als meine Schwester von den Katscha zurückkehrte, war sie verändert. Was ist dir zugestoßen? Was widerfuhr Urea, als sie eine Gefangene der Katscha war? Als Schamanin ist sie geschickt mit Maschinen. Sie verfolgen, sie betäuben. Die Katscha fingen die Maschinen mit ihr für den Sonnenring ein, wo sie auf Unschuldige losgelassen wurden. Sie wurde zum Teil ihrer Blutspiele. Diese Schande, ertragen unter der gnadenlosen Sonne. Sie überlebte. Sie ertrug es. Ertrug es, indem sie an die Stimme dachte. Ihre Bestimmung. Und jetzt ist es alles, was sie hat. Was geschah mit der ersten Expedition? Urea führte uns zum Gipfel. Aber dort war ein großes Tor. Eine Art Brutstätte. Neues Metall. Wir wollten es durchbrechen. Aber es ging nicht. Wir waren erschöpft. Kein Weg voran, Maschinen hinter uns. Ich entschied mich zum Rückzug. Wir verloren viel. Doch zu bleiben wäre schlimmer gewesen. Ich hatte gehofft, das Urea nie wieder anzutun. Was glaubst du, ist hinter dem Tor? Ich weiß es nicht. So viel Metall, das tote Brummen. Dort kann nichts Gutes sein. Auf dem Berg erwarten uns Maschinen und Tod. Unserer oder der des Dämons. Und wenn wir die Stimme doch finden? Dann sollten wir sie vielleicht von ihrem Leid erlösen. Ich bin wirklich froh, dass du mich begleitest. Jemand muss auf Urea aufpassen. Wir können uns unterhalten oder jagen gehen. Ja gut, rede mit Urea. Wo ist denn die? Wo bist du, meine Liebe? Mit dem Wald oder was? Wieso mit dem Wald? Was soll das? Was machst du da, meine Liebe? Warum immer so abseits? Geh zu deinem Bruder und rede mit dir. Bin da. Aloy, hier ist sie. Meine Chance, mich wieder mit der Stimme zu vereinen und sie vielleicht mit dem blauen Licht zu vereinen. Diese Chance hätte ich sicher nicht alleine gehabt. Ich brauchte einen Fremden. Jemand, der unwissend über uns ist, aber nein. Nicht unwissend, ich... Willst du dich bedanken, Urea? Ja, natürlich. Denn so bist du. Du löst Knoten und schaffst Möglichkeiten. Danke, dass du diese Reise ermöglicht hast. Ich wünschte nur, Aratak hätte nicht gedemütigt werden müssen. Es war gut, ihn mitzunehmen. Er hat es verdient, so stur wie ein Stein. Aber das musste sein. Der Krieg forderte es. Und ich ebenfalls. Deine Gefangenschaft. Aratak erzählte mir, dass du lange Gefangene der Katscha warst. Das klang schrecklich. Für Aratak liegt alles nur daran. Er denkt, die Katscha änderten mich. Das stimmt nicht. Sie schafften nur meinen Blick. Wenn alles verloren ist, denkst du an das, was wirklich wichtig ist. Die Stimme. Das blaue Licht. Das Jenseits. Und an meinen Bruder. Immer wenn ich den kalten Nordwind spürte, dachte ich an ihn. Sorgte mich um ihn.
Was machte der Krieg mit Aratak? Er riss alles fort, bis nur sein wahres Selbst übrig blieb. Unbeugsames Eis. Kein Banuk hat mehr Willenskraft. Er kämpfte sich durch 1000 eiskalte Nächte, doch er traf am Morgen immer seine Jäger. Man sagte, er litt 23 Wunden in dieser Zeit. Seine Jäger zählten mit, er beklagt sich nie darüber. Er sagt nur, das Leben sei mit mir schwieriger. Er hat recht. Ich habe ihm immer nur Kummer gemacht. Donner kam. Silence fragen wir ganz zum Schluss. Was finden wir da oben, Urea? Ruinen. Maschinen. Ein Tor wie das einer Brutstätte. Ich glaube, dass du es öffnen kannst, Aloy. Denn dahinter liegt die Stimme. Ich weiß, dass sie dort ist. Ich glaube, dass der Dämon den Weg verbergen will. So, die Frage, die wir uns alle stellen. Silence. Jetzt, wo ich Häuptling des Verax bin, kann ich dich wohl nicht anweisen, von Silence zu erzählen? Aratak hätte nie gewagt, ein Geheimnis des Konklaves zu erfahren. Doch du bist nicht Aratak und wenn du mit Silence zu tun hattest, ist es nur allzu verständlich. Silence kam aus dem fernen Norden nach Ban-Ur. Ein junger Schamane der Eulenwache. Ein ferner Verak, der selten zum Handeln herkommt. Silence war ein Schamane? Das stimmt. Zumindest sagte man das unseren Boten bei der Eulenwache. Sie sagten, er wäre einer. Niemand weiß so viel über Maschinen wie er und er war bereit, sein Wissen mit uns zu teilen. Es dauerte nicht lange, bis das Konklave ihm vertraute und ihm letztlich gewährte, teilzunehmen. Was ist mit dir? Hast du ihm vertraut? Nein. Doch er beeindruckte mich. Er strahlte Sicherheit und Autorität aus. Ich wollte von ihm lernen, aber dazu kam es nicht. Wir haben ihm unseren allerheiligsten Treffpunkt verraten, die Eishöhlen des Malmstrom, einen Monatsmarsch von Ban-Ur. Wir trafen uns gemäß der Tradition im Winter. Aber als wir wiederkamen, waren die Höhlen geplündert. Relikte der alten Welt gestohlen. Löcher im Eis und Metall. Ja, das musste Silence gewesen sein. Er verschwand mit der Beute. Wir schickten unsere besten Verfolger los. Keiner kam zurück. Und als wir dann die Eulenwache fragten, waren seine Bürgen einfach verschwunden. Als hätte er nie existiert. Einige im Konklave zweifelten sogar daran, dass er ein Banuk sei. Was meinst du dazu? Er hat ein unverzeihbares Sakrileg begangen. Er ist skrupellos und gefährlich. Aber auch brillant, bewandt und sachkundig wie kein zweiter. Abgesehen vielleicht von dir. Jeden anderen würde ich warnen. Aber du könntest vielleicht bei ihm Erfolg haben. Sei trotzdem vorsichtig. Ich werde daran denken, Urea. Danke. Gott, ich komme wieder. Wir werden noch nicht diesen Berg erklimmen. Wir werden noch ein paar Nebenquests und so weiter vorher machen, bevor wir wirklich den Berg erklimmen. Denn da unten sind ein paar Nebenquests, die wir auf jeden Fall auch in den nächsten Folgen angehen werden. Und ja, wir werden wiederkommen, Urea. Ich muss mich noch um ein paar Dinge kümmern. Verstanden. Ich bin hier. Ja, yep, warte hier, die nächsten 30 Folgen. So, ja, das soll es mal gewesen sein von dieser Folge Horizon Zero Dawn. Aloy, die ist wirklich fucking kalt, kann das sein? Aber ich brauche die Schildrüstung, ohne Scheiß, es funktioniert sonst nicht. Aratak, hi. Nee, bist du gar nicht, egal. Ja, das soll es mal gewesen sein. Lasst ein klitzekleines Kommentar da und auch eine nette kleine Bewertung. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Horizon Zero Dawn. Rayon sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute, ciao.